So, ich habe vorhin mal kurz geschnitten, einfach um mich nochmal so ein bisschen, ja, umzurüsten. Ich habe jetzt so ein bisschen auf Widerstände gesetzt, weil das hat mir dann doch ein bisschen Probleme bereitet. Beim Aufrüsten, Betonung bleibt aber bei ein bisschen, weil ich glaube, mehr als ein Teil pro Widerstand konnte ich nicht rausschlagen. Und ich habe mir Heiltränke besorgt, so zur Sicherheit. Wie jetzt? Da gab es einen Button für Töten. Hätte ich den jetzt einfach so abmurksen können. Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Dann muss ich nachher mal schauen. Na, ah, der Prinz ist schon wieder fast hinüber. Jetzt räume ich halt mal den auf den Weg. Und ziehe mich dann nochmal zurück. Nicht, dass das nur in die Hose geht. So, weil dann kann ich das auch gleich ausprobieren, wenn der Prinz wieder... Ach, da steht er, ganz gemütlich neben den Untoten, naja. Oh Mann, geh mal aus dem Weg, Mensch. So, jetzt versuche ich das Ganze mal, ich hoffe, der macht's nicht kaputt. Nee, das geht scheinbar nicht bei denen, nur bei kleinen. Oh, es hat gereicht, okay. Aber vielleicht gibt es ja noch eine spezielle Kill-Animation, wenn man das mit dem Aktionsbutton macht. Darf ich nicht vergessen. Das muss ich mir dann nachher nochmal anschauen. Aber... Rotz mich nicht wieder voll. Weg, weg, weg. Okay. Immerhin seine Explosion habe ich diesmal nicht abbekommen. Ich glaube, ich habe es bisher nicht einmal geschafft, da auszuweichen. Also, Weltpremiere. So, wo muss ich eigentlich hin? Eisige Bibliothek? Ne, das haben wir ja nicht. Aber die Tore von Karaltas, das klingt mal nach einem Plan. Ja, ich nehme auch alles mit. Ich müsste auch mal wieder das Rohmetall ein bisschen kombinieren und aufwerten, um eine bessere Ressource zu bekommen. Aber, naja... Mal schauen. Später vielleicht. Ja, das war jetzt nix. Hm, was machen die da? Wieso kämpfen die gegeneinander? So, ich habe schon wieder so einen komischen Fluch auf mir. Wow. Die hauen halt drauf, ohne Rücksicht auf Verluste. Nee, halt, ist das ein Verbündeter? Den kann ich gar nicht töten. Was ist das denn für einer? Naja. Wer du auch bist. Danke. So könnte es schon die ganze Zeit gehen. Das wäre schon einfacher gewesen so. Wenn die sich jetzt gegenseitig schon abwuchsen, dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. Okay. Jetzt habe ich alles gesehen. Die Todwandler treten sich gegenseitig in die Hintern. Jop. Gefällt dir das? Ja. Was? Dieser hier spricht. Was zur Hölle bist du? Ein Lichen? Ein Zombie-Gelehrter? Wir kennen uns gerade mal ein paar Sekunden und schon beleidigst du mich. Wirklich charmant. Wenn du keiner von ihnen bist, was bist du dann? Ich bin ein unsterblicher, übernatürlicher Geist. Und du? Also bist du ein dunkler Eisfürst. Ich dachte, ihr seid größer oder so. Ich habe keinerlei Bezug zu dem Haufen billiger Beschwörer. Und würde nie mein Antlitz durch eine Zusammenarbeit mit ihnen beschmutzen, wenn es das ist, was du denkst. Ja? Verrottetes Fleisch, spitze Knochen. Für mich siehst du wie ein verfluchter Todwandler aus. Hallo? Hat dir nie jemand beigebracht, dein Buch nicht nach seinem Umschlag zu beurteilen? Du bist zwar jung, aber nutze deinen Verstand.
Warum sollte ich meine eigenen Truppen angreifen, wenn du recht haben solltest? Gute Frage. Alles, was ich sehe, ist, dass du nicht sehr lebendig erscheinst. Und das macht dich zu meinem Feind. Außerdem stehst du mir im Weg. Ob das so eine gute Idee war? Toll, der mit seinem Großmaul, ey, der muss alles versauen. Erstmal ein Heiltrank. Magietränke habe ich mir übrigens auch geholt. Dann mal los. Schade, hätte ein guter Verbündeter sein können. Genug. Ich kapituliere. Dieser rote Körper kann weitere Schläge nicht mehr aushalten. Oder so. Okay, das ging jetzt schnell. In all meinen 6000 Jahren habe ich nie eine solche Kraft erleben dürfen. Du scheinst so einmalig zu sein wie ich. Was ist die Quelle deiner Kraft? Wer bist du? Wer sind wir eigentlich? Tja, viel wissen wir nicht. Das mit dem Dämon verschweige ich erstmal. Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur stark. Mehr nicht. Wie spannend. Wir müssen unbedingt das Geheimnis über die Quelle deiner Macht ergründen. Ich komme also definitiv mit dir. Zumindest so lange, bis ich weiß, was in deinem Körper ist. Was ist, wenn ich Nein sage? Nun, wir könnten uns weiterhin schlagen. Aber ich glaube, dass dir das irgendwann langweilig wird. Ich habe erwähnt, dass ich unsterblich bin, oder? Weshalb hören wir nicht einfach auf, wertvolle Zeit zu verschwenden und versuchen klarzukommen? Du wirst mich schon mögen. Warte ab. Ich kann dich im Moment nicht gebrauchen. Ich muss etwas in der Stadt erledigen. Warte im Lager auf mich. Wir ergründen später, was ich bin. Ja, ich habe dein Lager gesehen. Erstaunlich, dass die Todwandler es noch nicht entdeckt haben. Ich denke, dass mein unangekündigtes Erscheinen dort ein Problem für deine Waffenbrüder sein könnte. Quatsch. Ja, ich vermute, mit deinem Gesicht werden sie dich nicht mit offenen Armen begrüßen. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe und benimm dich. Gut. Kennst du den Weg in die Stadt? Es gibt geheime Zugänge hier in der Nähe. Ich zeig sie dir auf deiner Karte. Danke. Okay, das war jetzt sehr komisch. Den Kampf hätten wir uns auch sparen können, der war eh relativ einfach. Aber wir haben wohl einen neuen Verbündeten bekommen. Sofern er nicht in seine Einzelteile zerlegt wird, sobald er ins Lager kommt, was sehr wahrscheinlich sein könnte. Na, da ist doch schon wieder einer von den Vögeln hier. So. Aua. Jetzt aber. Im 10. Anlauf das Flammenschild hochgefahren. Nee. Okay, das war knapp. Gerade nochmal so ausgewichen. Und da kommt schon der nächste. Freund Moppel. Ah. Der hat wohl schon wieder Probleme mit seiner Magensäure. Er hat bestimmt mexikanisch gegessen und verträgt keinen Chili oder so.
Eigentlich kann ich ja froh sein, dass das Zeug nur oben rauskommt. Nee, ich will es gar nicht wissen. Ich will nicht drüber nachdenken. So, aber ich bin schon wieder so... Ja. Sagen wir mal am unteren Ende, am Rumkratzen. Vorsichtshalber mal einen Heiltrank, weil ich warte jetzt nicht so lange, bis ich mich regeneriert habe. Mal schauen, ob man den auch überraschen kann. Jo. Okay, ich glaube, so schnell habe ich von denen noch keinen umgelegt. Das war gut. Aber ich meine, ich habe schon wieder die Explosion mitbekommen. Das war schlecht. Naja. So, Karaltas. Und los. Diese Stadt ist ein offenes Grab. Was haben Sie mit meiner Stadt gemacht? Ich verfluche Sie alle! Wir können von Glück reden, wenn wir Überlebende finden. Die brauchst du nicht verfluchen, die sind alle schon verflucht. Verflucht nervig noch dazu. Finde König Arandil den Vierten. Sieht ja wie das reinste Labyrinth aus hier. Also wenn ich mir so die Karte anschaue. Na, da kommt schon der nächste. Überraschung, hi. Jetzt ist aber mal gut, Freunde. Ich will mich jetzt erstmal so ein bisschen orientieren. Wo piepst denn da schon wieder? Ich höre doch was. Ah, wie ich das hasse, wenn das piept und ich sehe es nicht. Ich hätte das Talent niemals nehmen dürfen. Das stört fast mehr, als dass es hilft. So. Da ist was. Der Geist ist auch zurück. Servus. Scheint aber so langsam auch an Altersschwäche zu leiden. Noch einer. So, und da sind noch einige von den Knaben drin. Jetzt versuche ich das Ganze nochmal, was ich vorhin die ganze Zeit testen wollte. Und wer den deckt... Ach Mann, das ist doch nicht scheiße. Naja, den Blocker lasse ich erstmal so links liegen. Hatte ich jetzt erstmal keinen Block auf den? nein. So. Mein Block. Nee. Nee, der war nicht gut. Zumal ich solche Musik gar nicht höre, aber... Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Aha. Bringt mir aber nichts. Zwei Händer, pfui. Nach wie vor will ich nicht. Jetzt bin ich eh schon so ziemlich spezialisiert auf Dolche. Gibt's eigentlich nur Dolche? So zwei Äxte wäre nochmal geil. Ja, da oben piept auch was, aber ich muss da erstmal hochkommen. Ah, hier kann man durch die Lücke. Cool. Und da geht's auch schon hoch. Na, Potenzial ist da. Was hat er für mich? Ein Haufen Scheiße.
ihr schon wieder? Jungs, ich bin gerade damit beschäftigt, mich aufzuregen, dass ich keine neuen Waffen bekomme. Müsst ihr nicht auch noch nerven? Das macht's nicht besser. Ah. Sieht ja immer heiß aus, ey. Das ist so knapp jedes Mal, wie der ausweicht. Wow. Ja, das meine ich. Komm, kratz ab vom nächsten Schwinger, jawohl. Dir auch. Kannst deinem Freund Gesellschaft leisten. Gute Nacht. So. Da vorne ist wohl der Ausgang. Oder der nächste Eingang. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wo kommen die denn alle her? Buh. Ach, das war doch klar. Level up! Stufe 17. Kiste. Meins. Oh, welche Überraschung, ein Zweihänder. Woher wusstet ihr, dass ich den haben will? Ach nee, will ich ja gar nicht. Ist ja doof jetzt. Oh? Ah, noch. Das sieht ja heiß aus. Steckt er da drin? Tja. Waldläuferstiefel. Na, wie ein Waldläufer siehst du aber nicht aus, Kumpel. Eher wie ein... hässlicher Waldläufer. So, jetzt gucke ich mal schnell das Zeug durch. Ich habe neue Stiefel. Die übrigens kacke sind. Yay. Und neue Talentpunkte, die nicht kacke sind. Yay. So, hier Blutdurst, klingt gut. Chance für kritische Treffer. Plus 10%. Boah. Geile Sache. So. 2 Punkte, weil ich vorhin gespart habe. Apotheker. Weniger Zutaten, um Tränke herzustellen. Das nehme ich jetzt mal. Das wollte ich eigentlich schon lange skillen, hab's aber irgendwie verrafft. Und jetzt... da ging's irgendwie... ah, hier kann man durch. Ich hab da nämlich noch was... oh, hallo. So war das eigentlich nicht geplant, aber mich fragt ja keiner. Wow. Ich dachte, ich könnte jetzt hier so schön durch die Gänge schleichen. Was für Gefangene. Habe ich jetzt aus Versehen eine Sidequest gemacht? Naja. Aua. Oh je, das ist schon wieder sehr knapp. Aber ich glaube, es reicht noch. Ja. So, hier ist nichts mehr. Dann sammle ich erstmal alles auf und dann gucke ich mal nach den Gefangenen, die wahrscheinlich da drin sind. Ja, sieht genauso aus. Mal gucken, was er zu sagen hat. Hey, du! Hilf uns! Ja, ein paar Details wären vielleicht ganz nett, aber okay. Psst, psst. Wir brauchen Hilfe. Was du nicht sagst. Hey, hier entlang. Hä? Du bist ein Mensch. Was machst du hier? Und wie... aber es ist der Prinz. Vorsicht, da oben! Was? Oh!
Ja, also ich bin ein Mensch. Der hier sieht nicht unbedingt danach aus. Aber sehr aufschlussreich war die Unterhaltung jetzt bisher auch nicht. Jetzt macht er noch die Tür zu. Naja, dann prügel ich dich jetzt so lange gegen die Tür, bis du umfällst. Yay. Okay, noch ein Versuch. Du da! Hilf uns! Psst! Sei still! Das ist nicht der beste Augenblick, um aufzufallen. Wir suchen nach dem König. Wo ist er? Er ist tot. Ihr könnt nicht hierbleiben, Prinz. Die Stadt ist nicht sicher. Was? Holt uns hier raus, bitte! Sie schicken uns jeden Augenblick in ihre Lager. Ja, geht. Geht. Der Weg ist frei. Ich kann euch jetzt nicht helfen. Beeilt euch und erreicht die Stützsäule im Norden. Dort gibt es einen Durchgang. Sobald ihr die Stufen erreicht habt, geht zur Klippe im Osten. Dort haben die Überlebenden ihr Lager. Gut, aber was tun wir, wenn wir auf eine Patrouille stoßen? Tja. Wir können nicht mit euch gehen. Aber ich gebe euch ein paar Tipps, wie ihr herauskommt. Zuerst einmal verteilt euch. Schickt einen Späher voraus und haltet jemanden als Wache hinter euch. Und seid vor allen Dingen still. Die lebenden Toten sind nicht sehr aufmerksam. Wenn ihr in den Schatten und vorsichtig bleibt, wird alles gut. Vielen Dank. Einen letzten Rat noch. Die Leute glauben immer, mutig sein zu müssen. Vergiss das. Hab Angst und sei wachsam. Wenn ihr Angst bekommt, nutzt eure Wut und geratet nicht in Panik. Ihr werdet wissen, was zu tun ist. Danke. Und hoffentlich bis später. Ja. Okay, die Gefangenen sind befreit. Bin ja gespannt, ob die heil ankommen. Ich verdanke dir mein Leben. Das werde ich nie vergessen. Können wir den noch ein bisschen ausfragen? Ich bin mir gar nicht sicher, was ich schon alles gefragt habe und was nicht. Kommt ihr aus Karaltas? Ja, ich wurde dort geboren. Ich habe den Großteil meines Lebens dort verbracht. Sie ist eine der ältesten unserer Städte. Ich meine, sie war. Wir zerstören so wenig, dass die Stadt in Schichten aufgebaut ist. Ich hatte aber leider nie die Gelegenheit, den Untergrund zu besuchen und bin nicht vertraut mit den Wegen dort. Ich vermute, dass sich deine Frage darauf bezog. Naja, ein Versuch war es wert. Jetzt. Okay, Sidequest erledigt, dann suche ich mal weiter. Da geht's dann weiter in die Stadt rein. Da werde ich dann auch gleich reingehen. Aber für die Folge mache ich jetzt erstmal Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Bound by Flame. Bis dann, Leute.